Ad Astra, zu den Sternen. Seid gegrüßt, Bürger der Sterne. Ihr erkennt das Schiff im Hintergrund. Das ist die Drake Vulture. Das Salvaging-Schiff von Drake. Und das sieht doch ganz nett aus, oder? Ich habe im Internet etwas gefunden, das ich euch zeigen möchte. Und dazu blende ich mal gleich um auf eine Internetseite, die ich gefunden habe. Da habe ich eben schon gesagt. Die Drake Vulture aus Star Citizen. Sieht doch recht ähnlich aus. Hier hat ein Designer in Klemmbausteinen diese Drake Vulture nachgebaut und die bei Ideas vorgestellt. Und wenn einige Schritte erledigt sind, dann kann das sein, dass die von einem Klemmbausteinhersteller produziert wird. Hier ist zu sehen, es sind momentan 2343 Unterstützer, die Produktion unterstützen. Das Problem ist aber, das reicht nicht aus. Es sind noch 36 Tage über, um den nächsten Schritt zu erreichen. Und der nächste Schritt sind 5000 Unterstützer. Ich würde mir das Schiff gerne ins Regal stellen. Dazu müsste es aber produziert werden. Und darum wünsche ich mir, auch wenn nicht Weihnachten ist, dass hier noch möglichst viele von euch, von der Gemeinde, die Star Citizen spielen, Freunde und Bekannten, auf die Seite von Ideas gehen und diesen Design oder dieses Design unterstützen. Wenn dann die 5000 Unterstützer erreicht sind, gibt es ein weiteres Zeitfenster, um auf 10.000 Unterstützer zu kommen. Das Zeitfenster ist nochmal 6 Monate. Und wenn dann tatsächlich 10.000 Unterstützer in der richtigen Zeit, also innerhalb der weiteren 6 Monate erreicht sind, dann schaut sich der Klemmbausteinhersteller das an und bespricht das mit dem Designer, wie man das entwickeln könnte oder was da noch zu verändern ist. Natürlich wird dann auch an CGI herangetreten, weil das ja eine Lizenzfrage dann sein wird. Also es sind noch viele offene Punkte, aber da möchte ich jetzt gar nicht so viel drüber reden, sondern ich möchte einfach versuchen, den Designer zu unterstützen, auf zumindest 5000 Unterstützer zu kommen. Darum bitte ich euch, auf diese Seite zu gehen, die ich euch im Kommentar anpinnen werde und hier den Support durchzuführen. Ich blende jetzt einfach noch mal ein paar Bilder ein oder schalte mal ein paar Bilder durch. Ich kann das auch mal groß schalten. Aber die Bilder, doch, die Bilder, nein, die sieht man nicht wirklich größer. Mir gefällt das einfach. Sogar die Triebwerke sind schwenkbar. Klappe kann man aufmachen. Der Designer hat geschrieben, es ist Innenausstattung vorhanden. Sogar die Toilette und die Küche ist gebaut. Ja, und eine Rumpelkammer. Ja, da ist der Aufenthaltsraum mit Küche. Hier unten dran ist dann auch die Beschreibung. Ich bitte also darum, dass ihr den Designer unterstützt. Dass wir zumindest den nächsten Schritt erreichen. Und vielleicht hat sich das dann schon so weit rumgesprochen. Ja, eine größere Community Bescheid weiß und die Unterstützung dann weitertreiben kann. Dass wir auch die 10.000er Hürde schaffen. Und ab da ist es dann nicht mehr in unserer Hand, ob das tatsächlich passiert. Auf bald, Bürger der Sterne. Zu den Sternen. Ad Astra.
Mit diesem Video versucht ein Fan von Star Citizen, einen anderen Fan von Star Citizen zu unterstützen. Ich bekomme dafür kein Geld oder Bonus vom Designer oder einem Klemmbausteinhersteller. Auch kenne ich weder den Designer noch irgendjemanden bei einem Klemmbausteinhersteller.